In Gützkow erfolgte jetzt der symbolische erste Spatenstich für den Ausbau des Breitbandnetzes. Vorgesehen ist ein flächendeckendes Glasfaser-Hochgeschwindigkeitsnetz. Ja, es geht um ca. 6.500 Haushalte in zwei Projektgebieten. Und zwar in den Amtsbereichen Züssow, Anklam-Land, Lubmin und im Amtsbereich Ampene-Strom. Ein Stück weit legen wir jetzt die Grundlagen, damit wir auch für die Zukunft vorbereitet sind. Denn das ist so wichtig wie das Trinkwasser und das Stromkabel, was ins Haus geht. So wird es künftig von Bedeutung sein, dass wir schnelles Internet in jedem Haushalt, in jeder Wohnung haben. Und heute legen wir sozusagen mit diesem ersten Spatenstich die Grundlagen, dass es endlich losgehen kann. Und das wird auch dann für die Bürger sichtbar, was hier in langen Jahren vorbereitet wurde. Beim Baustart waren auch zahlreiche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aus den verschiedenen Gemeinden dabei. Also hier, wo wir stehen, wird ein sogenanntes POP-Gebäude errichtet. Das heißt, ein infrastruktureller Ausgangspunkt zur Beleuchtung des Netzes. Und ansonsten wird man kleine Bagger sehen, Mini-Bagger sehen, man wird kleine Rohre sehen, man wird sogenannte Flatliner sehen, die das Glasfaserkabel beinhalten. Ja, und man wird hoffentlich immer gut gelaunte und freundliche Bauarbeiter treffen. Der Ausbau des Breitbandnetzes in diesen zwei Projektgebieten soll Ende 2020 abgeschlossen sein.